Der Orkan Polly sorgt in den Niederlanden und Norddeutschland für Chaos. Bei heftigen Unwettern und umstürzenden Bäumen wurde ein erstes Todesopfer gefordert. Eine Frau kam durch einen umstürzenden Baum ums Leben. Die Niederlande hat Autobahnen gesperrt, die Bahn hat den Betrieb eingestellt. Zudem gilt die Warnung, nicht mehr ins Freie zu gehen. Der Wetterdienst warnt vor Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. Nun zieht der Sturm weiter über den Norden Deutschlands. Auch dort wird vor einer starken Sturmlage gewarnt.